Europa, was bedeutet das eigentlich für uns? Politiker, die in einem nie vollen Parlament in Straßburg sitzen? Oder ist es das Bild der Staats- und Regierungschefs zum Abschluss eines Treffens? Nein, es ist vor allen Dingen unsere Reisefreiheit, die Freiheit, in jedem Land in der Europäischen Union leben zu dürfen, sowohl die Rechte für sich in Anspruch zu nehmen, aber auch Solidarität geben zu können. Es bedeutet vor allem aber für uns 75 Jahre Frieden, eine Generation, mehrere Generationen da, wo zuvor zwei Weltkriege getobt hatten, die nun in Frieden lebt. Castrop-Rauxel trägt den Beinamen Europastadt im Grünen, einen Beinamen, auf den wir sehr besonders stolz sind und den wir unter anderem mit unseren Städtepartnerschaften eben feiern wollen. Um dies zu feiern, hatten wir in diesem Jubiläumsjahr eine ganze Reihe von Aktionen und Veranstaltungen und Festen geplant. Ein großes Fest hier auf dem Europaplatz, einen großen Festakt im Juli und einen Jugendaustausch mit unseren Partnerstädten in Kooperation mit unserer Volkshochschule möchte ich hier nur exemplarisch nennen. Corona hat uns, wie bei vielen anderen Gelegenheiten, auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch vom digitalen Feiern des europäischen Gedankens, davon hält uns auch die Pandemie nicht ab. Daher werden wir den Festakt am 16. Juli online mit Videobotschaften aus unseren Partnerstädten feiern und wollen eben gemeinsam mit Kastkultur und der Volkshochschule mit einem neuen Format Europa und Castrop-Rauxel feiern. Deswegen macht mit! 5 Redner, 5 Fragen in 5 Tagen heißt die Challenge, zu der wir euch einladen wollen, die Volkshochschule und eben Kastkultur. Junge Menschen aus Castrop-Rauxel erzählen von ihren Erfahrungen mit Europa und testen euer Wissen auch über die besondere Deutung für Europa für Castrop-Rauxel. Vom 15. bis zum 19. Juni geht es an den Start. An allen 5 Tagen bekommt ihr eine Videobotschaft. Meldet euch unter vhs@castrop-rauxel.de, um den Zugang zu unserer Online-Plattform zu erhalten. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht, wenn ihr die Challenge annehmt, und ich freue mich darauf, am Ende mit dem Gewinner zu feiern. Ich danke euch.